Moin. Wo? Es ist schon lange her, seitdem ich dich wieder gesehen habe. Wo warst du denn? Nee, also, du warst nicht bei deinem Freund. Du warst. Nee. Weißt du? Ich hab gesehen, wo du warst. Ich hab gesehen, wo du warst. Und du warst nicht bei deinem besten Freund. Gehst du zu jemand anderem? Du würdest das nicht tun, oder? Du würdest nicht zu jemand anderem gehen. Du hast doch gesagt, dass wir die ganze Zeit zusammen verbringen können. Den ganzen Urlaub lang, die ganzen Ferien lang. Hast du gesagt, dass du hier sein kannst? Ja, also natürlich will ich dir verzeihen. Aber du musst mir schon die Wahrheit sagen. Du musst mir schon die Wahrheit sagen, wenn du irgendwo anders hingehst. Das musst du schon mit mir besprechen, weißt du? Ist okay. Ist okay, es passiert. Es passiert. Nein, ich bin dir nicht hinterhergelaufen und hab gesehen, wo du hingegangen bist. Das würde ich nicht machen. Kannst du das mal nicht so? Nee, also nee. Also, darüber reden wir jetzt auch eigentlich gar nicht mehr, okay? Also. Die Leute, bei denen du warst. Wer waren die? Ich brauche den Namen von jeder einzelnen Person, die da war. Egal ob weiblich, männlich, divers. Den Namen, wo diese Person wohnt, wie alt sie ist und ob diese Person in einer Beziehung ist. Guck mich nicht so an, ich brauche das 100%. Natürlich würdest du das für mich machen, ne? Darum mag ich dich doch so sehr, ja. Okay. Danke, also lass mich aufschreiben, okay? Was hast du gesagt? Wie war der Name? Camilla? Single. Was meinst du jetzt mit Camilla und Single? Nee, also das geht so gar nicht. Also ich glaube, ich muss mit Camilla ein Wort sprechen gehen. Also so. So, so geht, nee. Also so geht das auf jeden Fall gar nicht. Okay, also wer war noch da? Ja, Tim war da. Bobby war da, ja. Ach, Chantal ist okay. Die weiß, wer ich bin. Die würde niemals was machen. Ja, wir hatten schon mal miteinander zu tun. Ja, okay, also. Wo sagtest du, lebt Camilla? Gleich wieder da. Ich brauche eben nur noch. Ich rede nur mit mir selber. Musst du gar nicht zuhören. Also, wir sehen uns in 5 Minuten wieder, okay? Kleiner Witz, aber ich mein's ernst. Wenn du nochmal mit Camilla alleine bist, dann ist das kein Scherz mehr, okay? Okay. Wir verstehen uns. Ja. Wir verstehen uns, Baby Girl. Darling, please. Wir verstehen uns. Also 100%ig. Wag es dich nicht. Du bist mein. Und du kannst auch nicht weggehen. Du hast gar kein Bankkonto. Das haben wir zusammengelegt. Auf meinem Namen. Wenn ich dir kein Geld mehr gebe, wo willst du hin? Nirgendwo. Niemand würde dich so akzeptieren, so wie ich, okay? Also eigentlich hast du auch gar keine andere Wahl, außer bei mir zu bleiben, okay? Also natürlich außerdem, dass du mich betrogen hast und mit diesen ganzen Leuten unterwegs warst, ohne mich überhaupt zu fragen, ob ich mitkommen möchte. Aber wie war dein Tag? Wie meinst du, dass jetzt deine Mutter hat angerufen? Was wollte sie? Ich dachte, das haben wir schon geklärt mit ihr zusammen. Nee? Muss ich sie nochmal anrufen?
Müssen wir das nochmal klären? Ich dachte, das letzte Mal war das schon genug. Nein? Nein, okay. Sie wollte nur wissen, wie sie... Natürlich hast du ihr erzählt, dass es dir perfekt geht, dass es dir super geht, okay? So wie wir es geplant haben, so wie wir es abgemacht haben, hundertprozentig, es geht dir super. Mhm. Gut. Nein, wir werden zu Weihnachten nicht darüber gehen. Du weißt doch, wir sind extra umgezogen, damit wir unsere Ruhe haben. Okay, damit du und ich, wir beide unsere Ruhe haben. Du weißt, was das letzte Mal passiert ist, als du deine Eltern besuchen wolltest? Das wollen wir nicht nochmal, oder? Nee. Ja, ich weiß, deine Schwester muss immer noch zum Therapeuten gehen, deswegen. Ich habe mich ja auch schon entschuldigt, aber... Was soll ich machen? Du hast ihr ein Geschenk zu Weihnachten gekauft und mir nicht. Das ist nicht okay. Das musst du schon verstehen. Das muss das mal aus meiner Sicht sehen. Mach das nicht nochmal. Das nächste Mal braucht ihr gar keinen Therapeuten mehr. Das glaubst du mir mal. Ja. Nachdem du bei den Freunden warst, von denen du mir natürlich nicht erzählt hast, dass du zu denen gehst. Wo warst du dann? Aha. Wie meinst du das jetzt? Also du warst... Mhm. Ja. Also du warst Essen kaufen? Das ist ja an sich okay. Und dann waren da aber zwei verschiedene Schlangen. Ja, die eine war kürzer. Und dann bist du zu der Schlange gegangen, mit der weiblichen Kassiererin, anstatt dich an die längere Schlange zu stellen. Aha. Nee. Was hat sie zu dir gesagt? Welcher Laden war das? Aha. Aha. Wie lange war das her? Meinst du, sie ist da jetzt noch? Also... Nee. Also niemand kann was zu deiner Frisur sagen, wenn das nicht ich bin, okay? Okay. Ich glaube, du kannst gar nicht mehr aus dem Haus gehen ohne mich. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, wie viele Leute dich auf einmal so ansprechen. Aber immerhin, du bist wieder hier. Und ich finde das eine Belohnung wert. Du bist ja wieder hier. Also super. Du weißt schon, was wir abgemacht haben, ne? Nachdem wir umgezogen sind, das ist schon eine Weile her. Du hast noch 6 Monate Zeit. Mhm. Was passiert in 6 Monaten? Du weißt, was in 6 Monaten passiert. Dann ist unsere Hochzeit. Ich hoffe, du bekümmerst dich schon um alles. Ich hoffe, du kaufst schon Ringe. Wenn das nicht passiert in 6 Monaten, brauchst du dir auch gar keine Gedanken mehr machen, wie das mit der Rente funktionieren soll. Weder für dich noch für mich, okay? Ja? Du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Sollen wir nochmal in das Geschäft gehen? Mit der Kassiererin reden? Okay, du wirst dich bessern, ja. Okay. Ich werde dir verzeihen. Bis einmal. Das ist okay. Ich weiß aber sowieso gar nicht, warum du einfach so in ein Geschäft gehst, um mir Essen zu kaufen, wenn ich für dich kochen kann. Du weißt doch, wie gut ich mit Messern umgehen kann, wie gut ich schälen kann. Und die Kartoffeln schneiden kann. Pass mal auf, dass du keine Kartoffel wirst. Das ist doch nur ein Scherz. Du weißt das doch. Also jetzt mal ehrlich. Ich glaube, du hast verstanden, ne? Du musst dich benehmen von jetzt an, okay? Hundertprozentig musst du dich benehmen.
Du musst. Sprich mit keiner weiblichen Person mehr, sobald du dieses Haus hier verlässt. Ich meine das ernst. Kümmere dich um die Sachen, die wir besprochen haben. Ich will dieses Gespräch nicht noch einmal führen.